Du grüßt dich auch sehr herzlich. Reinhard Sprenger heiße ich. Ich habe 40 Minuten Zeit, ein bisschen was über Motivation zu reden. Mythos Motivation habe ich geschrieben, das bestverkaufte Wirtschaftsbuch der deutschen Nachkriegszeit und das am wenigsten umgesetzte. Also brauche ich im Grunde auch darüber gar nichts zu erzählen, weil sie machen es sowieso nicht. Würde ganz gern ein paar Aspekte darüber sprechen, aber eigentlich noch mehr zum Thema Führung. Während ich rede, wird es in Ihrem Kopf immer Klick, Klack machen. Klick, Klack heißt etwa, jetzt hat er recht, nee, das ist jetzt falsch. Jetzt hat er wieder recht, nee, das ist jetzt Unfug, richtig falsch, richtig falsch. Bei uns in Deutschland nennt man das Denken. Und das geht unwahrscheinlich schnell, weil unser Verstand nun mal die Eigenschaft hat, alles, was von unserer Erfahrung gestützt wird, das Etikett richtig anzukleben und zu sagen, genau, der Mann hat völlig recht. Wo wir andere Erfahrungen gemacht haben, dann sagen wir, ja, wie kann man so einen Unfug erzählen? Viele Leute restaurieren auf diese Art und Weise permanent ihr inneres Museum, halten sie aber für schwer kreativ. Also lassen Sie erstmal einen Gedanken zu, bevor Sie ihn ablehnen. Alle, die ernsthaft an dem Thema Lernen der Erwachsenen interessiert sind, wissen, wie extrem die Beharrungsenergien unserer Erfolgsgeschichten sind. Da bewegt sich wenig. Ich werde auf diesen Punkt noch kurz zu sprechen kommen gleich. So, ich möchte beginnen mit einer Frage, die es geht um das Thema Mythos Führung, Mythos Motivation, worum es geht es wirklich. Ich denke, nicht jeden Tag fragen wir uns als Führungskräfte, wofür werden wir eigentlich bezahlt. Ich halte die Frage aber für sehr pragmatisch. Und es ist klug, das kennen Sie aus Ihrer Lebenspraxis, nehme ich an, die positive Kraft des negativen Denkens zu nutzen. Die positive Kraft des negativen Denkens, das ist ein sehr pragmatischer Angriff im Sinne von, manchmal weiß man ja nicht, was man positiv machen soll über etwas, aber man weiß relativ präzise, was man lassen sollte. Klar? Nehmen wir mal das Thema Motivation. Sie können sich durch 170 Meter Motivationsliteratur fressen. Wir wissen aus der Wissenschaft überhaupt nicht präzise, was Menschen langfristig motiviert. Aber wir wissen sehr präzise, was sie demotiviert, runterzieht. Und wenn Sie das lassen, ist das schon ein bisschen was. Denn der Hauptdemotivator in den Unternehmen ist der unmittelbare Chef. Und zwar rein statistisch. Unabhängig davon, was sie tun oder was sie nicht tun. Manchmal reicht ihre bare Existenz schon aus, um die Leute runterzuziehen. Ja? So, es gibt tatsächlich Forschung, die das zum Thema sagen. Also allein, dass ich einen Chef habe, ist eigentlich schon für mich Demotivation genug. Ne? Aber seriöse Antwort darauf, positive Kraft des negativen Denkens. Jeder Mensch geht weg, wo er sich nicht wahrgenommen fühlt. Mehr ist nicht. Alles andere ist Bullshit. Aber da, wo er so sein kann, wie er ist, wird er bleiben. Aber das werden Sie nicht glauben. Und deshalb bauen Sie dann Fluchtverhinderungssysteme auf. Zielvereinbarung, gleitende Arbeitszeit, der ganze instrumentelle Unsinn, den Sie machen, weil Sie mit gutem Recht den Leuten misstrauen. Aber völlig blind dafür sind, dass sie das Phänomen erzeugt haben, das sie anschließend beklagen. Positive Kraft des negativen Denkens, Thema Retention. Manche Unternehmen haben da, Microsoft hat da bestimmt ein Problem mit. Wie binden wir gute Leute? Gehe ich einfach mal davon aus. Wir wissen überhaupt gar nicht, was langfristig Menschen Loyalität aufbauen lässt, also weshalb Menschen loyal sind. Aber wir wissen sehr präzise, was Leute vortreibt. Dummerweise das, was ich gerade gesagt habe. Menschen kommen zu Unternehmen, aber sie verlassen Vorgesetzte. Das heißt, attraktiv ist die Makroebene. Brand, das leuchtet. Was vortreibt, ist nicht mehr die Makroebene, ist die Mikroebene, also die Beziehungsebene, das, was runterzieht. Und deshalb ist es extrem interessant zu beobachten, wie viele Unternehmen unglaublich viel Geld in das Thema Employer Branding investieren. Also, wie kriege ich gute Leute? Wenn Sie aber nicht gleichzeitig die Fähigkeit und Bereitschaft der Führungskräfte mitentwickeln, warme sozial-emotionale Beziehungen aufzubauen, können Sie das Geld direkt verbrennen. Warum? Sie verwechseln Mikroebene mit Makroebene. Sie Vater und Mutter sind, wir wissen überhaupt gar nicht, was eine Kindheit glücklich macht. Aber wir wissen sehr präzise, was ein Kind zerstört. Und wenn Sie das lassen, ist das schon mal was. Dann sind Sie ein good enough parent. Jedenfalls erheblich besser als diese hochambitionierten Eltern, die in Wirklichkeit Kriminelle sind.
aber natürlich immer im Besten der Kinder natürlich.